Für jeden, der jetzt geschrien hat, Katrin, bitte erst die Nummer 5. I'm sorry. Hallo meine Lieben und ganz herzlich willkommen zurück oder neu auf meinem Kanal für diejenigen unter euch, die mich nicht kennen. Hi, mein Name ist Katrin und heute gibt's zum ersten Mal auf meinem Kanal den Pure Lay Adventskalender. Der ist bei mir angekommen. Irgendwie, ja, es stehen noch ein paar Kalenderchen aus, auf die ich so ein bisschen am Warten bin. Also es werden noch ein paar Adventskalender kommen. Und ich bin ja auch so ein kleiner Schnäppchenjäger. Also ich warte bei manchen Adventskalendern auch gerne mal, wenn dann so November ist und die sich plötzlich reduzieren und coole Angebote dabei kommen. Und den Pure Lay Adventskalender, ich fand die Sneak Peek Produkte einfach so schön und ich mag Pure Lay Schmuck auch gerne. Ich vertrage den auch und habe so ein bisschen in meinem Schmuckbereich geguckt und dachte, okay Katrin, du hast viel Silber, du hast viel Gold, da fehlt ein bisschen mehr Roségold, weil das ist auch natürlich eine wunderschöne Schmuckfarbe, da ich alles trage. Wollte ich da ein bisschen aufstocken und da finde ich halt diesen Kalender echt gut dafür. Er ist einmal nicht ganz so günstig. Ich glaube 159,90 € hat er gekostet und ist einmal hier so groß. Aber natürlich, Schmuckstücke nehmen auch nicht so viel Platz weg. Und es ist mal ein Kalender, den ich mit einer Hand euch zeigen kann. Und ich habe extra diese Umverpackung aufgehoben. Wir haben Aloha Adventure als Motto quasi auch ein bisschen. Und Pure Lay Schmuck ist ja so ein bisschen auch, ich sag mal, sommerlich angehaucht, was ich aber ganz cool finde, wenn es dann so kälter ist, so ein paar sommerliche Schmuckstücke auszupacken. Also ich weiß schon, was drin ist, denn ich habe mich dreist spoilern lassen. Ich war zu neugierig. Und manchmal, wenn ich so lange warte, dann gucke ich halt hier und da auch schon mal ein Unboxing, auch bei den anderen lieben YouTubern. Und es ist aber, glaube ich, Chiquitas Blaze hat Silber und Antje hat Silber und ich bin mir gar nicht mehr sicher. Ich finde das eigentlich immer ganz cool, wenn man dann auch so ein bisschen die anderen Farben sieht. Und deswegen zeige ich euch bei mir heute auf jeden Fall Roségold. Und meine Meinung zu dem Kalender und zu den Schmuckstücken werdet ihr natürlich auch erfahren. Ich mache hier gerade mal den Karton auf, aber da habe ich euch ja gesagt, den habe ich extra aufgehoben, weil ich finde das so hübsch. Ich finde das so cool gemacht. Wenn ihr den aufklappt, ist das nämlich auch wie so eine kleine Blume, die sich öffnet. Und Pure Lay Schmuck hat ja als Logo auch diese kleine Lotusblüte, die ich persönlich echt hübsch finde. Und dieser Karton alleine. Leute, bitte, schaut euch das mal an, wie schön das gemacht ist. Das ist gleich schon so Auspack-Feeling mit dabei. Und Discover the Land of Aloha with Us steht hier drauf. Und dann haben wir hier diese kleine Schönheit. Und ich finde auch diese Box, Leute, ich finde das wunderschön gestaltet und gemacht. Und da ist nochmal so ein extra Siegel mit rum, Packed with Love, Quality, Sale, was ich jetzt einmal, so eine Banderole, die ich einmal entferne. Und dann haben wir hier oben halt, wie gesagt, diese kleine Pure Lay Lotusblüte und Pure Lay draufstehen. Und was ich richtig cool finde, und da war ich auch so ein bisschen mit scharf drauf, ist, dass hier so kleine Kästchen sind, die man dann natürlich auch wiederverwenden kann. Und als kleinen Stauraum für seine nächsten und älteren Schmuckstücke verwenden kann. Und ich finde das auch richtig süß gemacht. Ich gucke hier gerade mal an den Zipfel, denn bei Antje war da einfach einer abgerissen, was ich richtig schade fand. Also, weil irgendwie gehört auch diese kleine Schmuckbox, sage ich mal, mit dazu. Und da sind so Stoffteile dran und bei Antje war da leider eins defekt. Ich muss jetzt mal schauen. Und ich werde hier nicht jedes Stück anprobieren. Also da rasten meine Ohren dann doch wirklich aus. Also vielleicht so ein Armband oder eine Kette kann ich euch gerne mal zeigen. Aber wenn ich hier die ganze Zeit meine Ohrringe raus und rein mache, ihr wisst das vielleicht auch von diesen Mein-Punkt-Schmuck-Videos. Also die sind immer so ein bisschen gereizt und feuerrot. Deswegen werde ich darauf verzichten. Ich bin so neugierig, Leute, weil das ist auch immer was anderes, das zu sehen, wie es letztendlich in den Händen zu halten. Und deswegen zippel ich hier so schon schön in meinen Kästchen rum und habe die Nummer 1 in Händen.
Und da steht auch immer so was Kleines drauf, in dem Falle Aloha Adventure. 24 doors filled with Aloha await you. Open the doors to embark on a magical journey. Also sie versprechen uns eine magische Reise und 24 kleine Aloha-Momente zu bescheren. Die haben hier übrigens so eine kleine, das muss man eindrücken leider. Ich bin hier wieder sehr hell, ne? Ich und mein Licht hier. Aber da ist so eine kleine Lasche, die man dann aufmachen kann und das Schmuckstück rausnehmen kann. Ich finde das richtig schade, die zu zerstören. Und deswegen gehe ich den schweren Weg, auch wenn es ein wenig länger dauert, und versuche, hier an der Seite, kann man die nämlich anscheinend auch aufmachen, darüber zu gehen. Wir haben hier ja immer diese kleinen Säckchen mit drin, wo der Schmuck nochmal verpackt ist, finde ich richtig cool. Weil so kann man sie dann auch später hier reinmachen und jedes Schmuckstück ist nochmal extra geschützt. Und ich meine, oh mein Gott, wir haben hier Ohrringe drin. Da ist auch so eine kleine Abtrennung übrigens mit drin. Für jeden Ohrring sein eigenes Plätzchen. Und das sind die ersten. Ich muss gucken, vielleicht blende ich es euch einfach nochmal so ein bisschen mit ein. Die Preise sind sehr schwer zu ermitteln, denn da sind ja so extra Schmuckstücke auch angefertigt worden für diesen Kalender, die auch nur in diesem Kalender sich befinden. Und deswegen ist das ein bisschen schwer, da auch die Preise zu ermitteln. Ich schau mal gerade, wie diese wunderschönen Ohrringe aufgehen. Ah, okay. Das sind übrigens einmal diese hier. Und die haben hier hinten so einen kleinen Haken, mit dem man das Ganze einhaken kann. Ich finde Purelay von der Qualität her okay. Es haut mich aber auch jetzt nicht um von den Schmuckstücken. Aber es ist auf jeden Fall für den Preis, bekommt man, denke ich, richtig schöne Schmuckstücke. Und diese kleinen Ohrringe gefallen mir auch gut. Die sind sehr zierlich irgendwie, mit so einem kleinen Steinchen dran vorne. Die gefallen mir. Das sind so ganz kleine Kreolen, die man sich dann halt so dran machen kann, finde ich sehr, sehr hübsch in der Nummer 1. Die Nummer 2 hat einfach nur ein Tu draufstehen und wir haben auch hier Ready for Takeoff mit drauf. Und auch da befindet sich dann so ein kleines Säckchen drin. Und ich glaube, das ist ein Armband, passend zu den Ohrringen. Oh mein Gott, ja, das finde ich richtig hübsch. Ich zeige euch das einmal. Da sind kleine Steinchen hier mit dabei. Da sind hier immer noch diese Schilder. Das mache ich mal einmal ab. Und das ist einmal dieses ganz filigrane, schöne Armband mit diesen kleinen Steinchen mit dazu. Finde ich richtig hübsch. Ihr könnt das auch hier einmal in den Größen ein bisschen variieren. Da sind größere Ösen, wo ihr dann so ein bisschen verstellen könnt für unterschiedliche Größen. Und finde ich richtig hübsch. Das ist nicht zu krass. Und ich mag so kleine filigrane Armbänder halt sehr, sehr gerne. Das hier gefällt mir. Und das ist das, was ich meine. Auch wenn ich schon den Inhalt gesehen habe, ist das hier wieder so richtig Entdeckungsreise für mich. Dann doch letztendlich die Sachen so in Händen zu halten und zu schauen. Ich bin mittlerweile an der Nummer 3 am raussuchen. Und ich habe hier drin einen passenden Earcuff. Auch mit so einem kleinen passenden Steinchen. Und die macht man sich ja hier irgendwie. Liebe Grüße, Antje. Ich weiß auch nicht so genau, wie das funktioniert. Aber irgendwie kommen die hier so ans Ohr dran. Den versuche ich mal gerade anzubringen. Finde ich ganz süß eigentlich sowas. Aber irgendwie so kommt der ans Ohr. Und ich finde das ganz, ganz niedlich gemacht. Ne? Man braucht nicht extra ein Ohrloch und kann sich den dann so ein bisschen extra Schmuck noch reinmachen. Ich merke schon, ich habe mir jetzt kurz dran gehabt und mein Ohr schreit schon wieder, hör auf damit! Die Nummer 4, denn wir hören nicht auf mit diesem Kalender, ist einmal ein größeres Päckchen hier. Und da haben wir, ich hoffe, eine Kette mit drin. Ich glaube schon, dass hier eine, oh, das ist genau, das ist auch eine von diesen Sneak Peek Produkten. Und ich fand die so, so wunderschön. Das ist auch so eine ganz zierliche, schöne Kette und ich finde diesen Anhänger so wunderschön einfach. Die Kette ist gerade, die fasziniert mich, die ist ganz, ganz zart und so sieht einmal dieser
Anhänger aus. Und Leute, der bezaubert mich gerade so sehr. Ich finde den so schön und kann mir das richtig toll vorstellen. Auch hier die Kette könnt ihr ein bisschen länger oder kürzer lassen. Und da habe ich mich drauf gefreut. Und das war halt so ein Teilchen, wo ich schon gesagt habe, okay, das gefällt mir ausgesprochen gut. Und fand ich auch in Roségold halt richtig hübsch, ne? Die Nummer 6 ist ganz klein. Also unser Nikolaus hat einen sehr kleinen Stiefel. Und da weiß ich auch schon wieder gar nicht, waren da die passenden Ohrringe drin? Schreibt mir mal gerne noch, wenn ihr jetzt noch wisst, wenn ihr das Unboxing oder euren Kalender schon habt oder wie auch immer, ob ihr dann immer noch wisst, was wo drin war. Also ich weiß das nicht und habe hier genauso Freude beim Entdecken. Und das sind die nächsten Sneak Peeks, meine ich. Kommt raus, ihr kleinen Hüppchen. Denn die fand ich auch so schön. Ich mag sowas gerne. Sieht man vielleicht auch an meinem Pulli heute, dass ich Sterne sehr gerne mag. Und dementsprechend finde ich halt auch diese kleinen Stecker richtig, richtig schön. Das sind halt so kleine Sterne. Außen einmal so ein bisschen ein hohler Stern. In der Mitte ist er dann zu. Und dann haben wir so ein kleines Steinchen mit drin. Und ich mag ja so kleine Ohrstecker. Ihr seht es ja auch, ich habe hier 3 Ohrlöcher. Deswegen brauche ich so kleine Ohrstecker auch. Und die gefallen mir auch sehr, sehr gut. Mir gefallen die unheimlich gut. Das ist so, ne, es funkelt mich hier auch schon an. Und diese Sternform gefällt mir richtig gut. Und für mich eine sehr gelungene Nummer 6, weil es auch so ein bisschen weihnachtlich angehaucht ist einfach, auch wenn wir, wie gesagt, hier einen kleinen Alu-Adventskalender haben. Für jeden, der jetzt geschrien hat, Katrin, bitte erst die Nummer 5. I'm sorry, ich habe sie hier. Sie hat mich gerade angelächelt, denn die Nummer 5 habe ich euch einfach verwehrt und die habe ich einmal hier. Und wir schauen mal, ob auch der Vorbote zur Nummer 6 gelungen ist. Und auch an diese wunderschönen Teile kann ich mich erinnern. Ich finde die echt bezaubernd. Aber wie gesagt, ich bin auch ein großer Fan dieses Logos und dieser kleinen Lotusblüte, die hier nämlich in so einem kleinen Mond ist, die sehr feste irgendwie sind. Und ich mag das, wenn da irgendwas drin rumbaumelt. In dem Falle diese kleine Lotusblüte gefällt mir echt gut. Ich finde auch in Roségold kommt das richtig schön rüber. Werde ich gerne tragen. Finde ich so ein bisschen verspielt und schön. Und die gefallen mir auch sehr, sehr gut. Den Nikolaus habe ich euch ja vor der Nummer 5 schon vorweggenommen. Deswegen geben wir jetzt 6 an die Nummer 7. Ich werde darauf achten, kein Türchen mehr zu überspringen. Nummer 7 ist hier so ein ganz langes, aber sehr leichtes Teil. Ich weiß nicht, warum Purelay das gemacht hat. Hier so ein paar längere Teile reingemacht. Einfach damit es wahrscheinlich in diese kleinen Schächtelchen mit reinpasst. Da ist aber auch was ganz, ganz Kleines drin. Ich gehe davon aus, es ist das Armband. Oh mein Gott, das ist süß. Leute, ich mag das. Ich finde das voll süß. Ich habe hier dieses verstellbare Armband, bei dem ich noch rausfinden muss, wie das Ganze funktioniert, mit diesen Knötchen, die man dann so enger ziehen kann. Und auch da haben wir natürlich, ist ja ein Purelay Adventskalender, eine kleine schöne Lotusblüte mit dran. Wir haben hier hinten diesen kleinen, das hat Purelay ja auch immer, diesen kleinen Purelay Anhänger. Den finde ich eigentlich auch, mir gefällt der. Ich finde den süß, wenn das so extra irgendwo hinten dran ist. Und auch das Armbändchen, die Farbe in Blau gefällt mir richtig gut. Ich mag Blau mittlerweile super, super gerne. Wie gesagt, muss nur so ein bisschen rausfinden, wie ich das Ganze an meinem Arm befestige. Da kämpfen ja einige andere auch damit. In der Nummer 7, also in einem riesigen Kästchen, einmal das hier. Nummer 8 hört sich entweder Armband oder Kette, ich bin mir nicht sicher. Und sind wir ehrlich, eigentlich hätte jedes Teilchen in so ein Kästchen gepasst. Aber es ist natürlich auch schöner, wenn man so größere und kleinere Türchen hat. Und oh ja, oh ich weiß es, auch das ein Sneak Peek Produkt. Komm her, du hübsches Teilchen. Oh, das gefällt mir auch so gut. Das ist nur komplett verheddert, leider einmal. Denn das ist auch so eine kleine, wunderschöne Kette. Sieht man das?
Das ist wie diese große Kette, hat die hier in diesem Falle halt diese kleinen Blättchen mit dran, die ich auch sehr, sehr hübsch finde. Ich meine, mir hat das Große ja schon gut gefallen. Und natürlich die kleinen, der erfreue ich mich auch dran, ist aber eher so eine kürzere Kette, die ihr auch hier nochmal verstellen könnt. Ich habe sie euch einmal ein wenig entwirrt, damit ihr das auch so sehen könnt. Wie gesagt, hier nochmal ein bisschen größenverstellbar. Also ihr könntet die auch länger tragen. Die ist aber, glaube ich, echt so, ich weiß nicht, wie heißt das, Choker oder was gedacht. Also für ein bisschen enger um den Hals. Auch natürlich hier hinten wieder unser kleines Purelay-Logo. Aber auch die Kette an sich ist so zart und kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die auch schön leicht fällt. Und das ist ja bei mir auch immer so eine Sache, wo ich sage, ich möchte meinen Schmuck nicht so unbedingt spüren, weil das kann für mich persönlich nur meine Geschmackssache, wie alles immer Geschmackssache ist, als störend empfunden werden. Also bei mir wirklich, ich empfinde das als störend, wenn ich zu schweren Schmuck umhabe. Das erste Fach, und vielen Dank an Purelay auch, dass das halbwegs geordnet ist, auch wenn ich hier einfach mal eine Zahl überspringe. Aber in der ersten Schublade war dann 1 bis 8. Und ich schau mal, ich meine, in der nächsten Schublade wird es dann wahrscheinlich genauso geordnet weitergehen. Also ein sehr geordneter Adventskalender, was mich natürlich freut. Auch hier dieses Design, ne? Das zeige ich euch auch mal schnell. Das ist so schön, wie diese Blumen und alles so ineinander übergehen von den verschiedenen Nummern her. Das ist wirklich bezaubernd gemacht. Ich freue mich gerade so riesig, diesen Adventskalender bestellt zu haben. Schreibt mir gerne mal, ob ihr den auch bestellt habt und oder ob ihr den jedes Jahr bestellt, ne? Und wie er euch gefällt. Wie gesagt, das ist ja immer gerade bei Schmuck, finde ich auch, so richtig Geschmackssache und auch bei den Farben von Schmuck. Der eine trägt lieber Silber, der andere lieber Gold oder Roségold. Das geht ja auch so ein bisschen auseinander. Und hier sind diese wunderschönen Ohrringe. Die habe ich auch noch in Erinnerung, weil die fand ich sehr, sehr schön. Und auch mal so was richtig anderes. Das hier sind so längliche Kreolen einmal mit so ein paar Steinchen vorne, die ihr euch dann hier so ein bisschen länger an die Ohren hängen könnt. Und auch die gefallen mir gut. Leute, mir gefallen die einfach. Ich finde die echt sehr hübsch. Kann mir das sehr gut vorstellen. Ich meine, es glitzert auch, ne? Ich gucke gerade mal mit diesem Verschluss, weil der geht einmal, seht ihr das, so auf. Dann macht ihr das ins Ohr und klipst euch das einmal zu. Aber ich glaube, das könnte ein bisschen, ich sehe meine Ohren schon etwas rot vor mir, denn das hier war gar nicht so einfach, die wieder zu verschließen. Am Ohr natürlich noch ein bisschen schwieriger, aber die Ohrringe gefallen mir und meistens lasse ich die dann auch einfach immer so ein bisschen länger drin, wie dann nur einmal und dann am nächsten Tag was anderes. Also ich bin so einer, suche mir dann was aus, wo ich gerade Lust habe und dann bleibt das erstmal eine Zeit lang und dann kommt das nächste schöne Stück. Also auch hier einmal die Nummer 9, finde ich sehr gelungen. Die Nummer 10, eine 10 haben wir draufstehen. Ich passe jetzt die ganze Zeit, ich habe jetzt Angst, dass ich wieder eine Nummer vergesse. Die Nummer 10, einmal hier drin, oh genau. Das war das, das hat mir nicht so gut gefallen und deswegen habe ich das auch in Erinnerung. Ich weiß gar nicht, kann man das länger? Ah, okay, das kann man auch so ein bisschen hoch und runter machen und ist halt, Aloha steht drauf, so ein dickeres Armband. Einmal so sieht das Ganze aus, wobei ich das auch nicht verkehrt finde. Also es ist vom Stoff her eigentlich ganz schön, so für im Sommer, wenn man dann so ein schönes lockeres Kleid oder irgendwas anhat, dann könnte das auch echt hübsch aussehen, hier mit diesen kleinen Teppichflusseln da dran. Also natürlich hätte ich mir ein richtiges Schmuckstück eher gewünscht wie das, aber ja, ne? Also das, die Nummer 10, haut mich hier gerade nicht um, das wusste ich aber. Und wenn aber dafür alles andere für mich passt, dann ist das auch zu verschmerzen. Wir schauen mal, was in der Nummer 11 war. Und da haben wir einmal entweder wieder Armband. Wir hatten wir überhaupt ein Armband bis jetzt? Ich glaube, nein. Oh ja, oh. Die gefällt mir auch so gut. Sie gefällt mir einfach gut. Ich liebe eh so Ketten, wo man so hier so durchziehen kann.
Und in dem Falle haben wir hier eine, auch mit dieser kleinen Lotusblüte in einem wunderschönen, dickeren, also eine grobere Kette, die ich mir aber auch sehr, sehr gut vorstellen kann. Die könnt ihr auch hier oben, ich weiß es nicht, da ist leider nur, ne, doch, ist auch noch eine zweite Öse, in der ihr das Ganze so ein bisschen kürzer machen könnt. Aber ich mag solche Ketten, die dann so ein bisschen fallen. Und hier ist in der Mitte so eine kleine Perle mit drin. Einmal hier und gefällt mir auch. Wunderschön. Die Nummer 12. Einmal Halbzeit. Und die befindet sich einmal hier und ist sehr leer. Die Halbzeit, ja, wird meistens ja nicht so wahrgenommen. Habe ich schon erwähnt, dass ich diese kleine Lotusblüte, ich mag die einfach. Ich mag die einfach gerne. Und in dem Falle haben wir hier natürlich zwei Stecker mit dieser kleinen Lotusblüte. Und die haben mir so schon, ich meine, die gibt es auch so zu kaufen. Denn die haben mir immer schon gut gefallen. Und ich wusste, dass die hier in dem Kalender drin sind. Und ich freue mich da voll drüber, weil ich hätte die auch gerne genommen mit so einer kleinen Perle noch da drin. Ne? Das wäre auch schön gewesen. Aber so ein bisschen hier für weitere Dekorationen, wenn man dann ein paar größere hat. Oder wirklich nur auch als kleine Stecker. Ich finde die echt bezaubernd. Und ja, die zwei in der Nummer 12. Ihr seht es, glaube ich. Ich grinse hier wirklich, weil mir gefallen die Schmuckstücke echt gut. Die Nummer 13 einmal. Och, das macht gerade so Spaß hier. Hier alles so ein bisschen mit euch zu erobern. Und hier ist, was ist hier? Das ist, das bewegt mich gerade. Sind da zwei Sachen drin? Ah, genau. Okay, wir haben zum einen nämlich hier so einen kleinen Extender drin, mit dem ihr euch die Ketten und Armbänder und alles immer noch mal so ein bisschen vergrößern könnt, sollte es doch nicht passen. Und dann haben wir hier so einen kleinen Fatzen, sag ich mal. Aber das kann ja auch schön aussehen, wenn ihr mal so ein bisschen dickeres Armband habt mit so einer wunderschönen Perle hier mit dabei. Also natürlich nicht sehr filigran, wobei ich das einfach auch mal schön finde, sowas zu tragen. Und auch mit dieser Perle richtig schön gemacht. Und auch diesem, ja, man ist so ein bisschen im Urlaub, doch mit so einer kleinen Perle finde ich echt schön. Finde ich auch cool, dass wir hier tatsächlich dann auch diesen Extender gleich mit dazu haben und sie das in ein Türchen gepackt haben. 14 ist unsere Nummer 14. Oh mein Gott. Ich weiß halt, wie gesagt, die ist rausgefallen. Deswegen klimpert das hier so. Und die ist rausgefallen, weil sie wahrscheinlich sehr, sehr schwer ist für dieses Säckchen. Denn da haben wir jetzt hier einmal auch die passende Kette dazu. Auch die gefällt mir sehr gut. Ich hatte die auch im Video gesehen und dachte, oh, die ist doch echt hübsch. Auch mal so ein bisschen gröber. Und hier unten ist nämlich auch so ein kleiner extra Anhänger dran, wo ihr euch dann je nachdem noch ein Schmuckstück oder so ein Charm mit dran machen könnt. Wobei, irgendwo ist hier, glaube ich, auch eins drin. Ich weiß gar nicht, ob das als nächstes kommt. Auch die wieder so ein bisschen verstellbar und finde ich auch sehr cool, auch zu kombinieren. Ne? Wenn man mal zwei oder drei Ketten hat und die so ein bisschen layert, finde ich das auch eine coole Kette, um das damit zu machen. Nummer 15, sehr leicht. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, aber genau, da war ich auf dem richtigen Weg. Man merkt, so ein paar Sachen konnte ich mir dann wenigstens doch noch merken. Aber wir hatten ja dieses Armband. Und dann haben wir hier nämlich unser kleines Charm dran, so diesen kleinen, diese kleine Perle, die man sich dann mit an die Kette dran machen kann. Oder halt auch etwas anderes. Ne? Es muss ja jetzt nicht diese Perle sein, aber das passt natürlich in Kombination zu den vorherigen Türchen auch sehr gut rein. Ich finde es bei dem Kalender auch echt schön, denn es baut ja echt so ein bisschen aufeinander aus. Ne? Also wir haben eine Kette und ein Armband, wir haben passende Ohrringe zur Kette und so. Und man hat immer so einen kleinen Look, den man natürlich auch mit den anderen Teilchen, die drin sind, ein bisschen variieren kann oder so. Und ja, die Nummer 15 haben wir einmal hier gehabt. Dann haben wir die Nummer 16. Und ich meine, da kommen jetzt wieder Ohrringe. Und zwar auch schwere Ohrringe. Da war ich sehr gespannt drauf. Und tatsächlich, sie sind echt ein bisschen schwerer. Das sind hier so dickere
Kreolen einmal. Auch cool. Aber auch passend wieder, finde ich, jetzt mit dieser dickeren Kette, also gröberen Kette und dem Armband, wenn man dann so ein bisschen, wenn man so ein bisschen mehr auftragen möchte. Und das kann auch richtig schön aussehen. Und ich freue mich auch drauf, die Stücke zu tragen, auch wenn sie echt ein bisschen schwerer sind. Also da muss ich ein bisschen gucken, ob meine Ohren damit d'accord gehen. Das wären auch, glaube ich, welche, auch diese Kette und dieses schwerere Armband. Das würde ich vielleicht mal, wenn ich weggehe, tragen oder so. Aber das würde ich jetzt nicht über Nacht oder wirklich so eine Zeit lang länger tragen, weil da würde ich es wahrscheinlich als zu störend empfinden und zu schwer empfinden. Und auch Schublade Nummer 2 ist abgearbeitet. Und bis jetzt kann ich gar nicht sagen, dass mir irgendwas... Also dieses Aloha-Armband, das fand ich echt nicht so gut. Aber der Rest gefällt mir eigentlich. Ich bin mal gespannt, ob mir die Nummer 17 auch gefällt oder gefallen hat. Einmal hier. Fühlt sich auch erstmal so ein bisschen schwerer an. Ja, doch, doch. Das ist ein schönes Armband. Genau, das ist dieses Kugelarmband. Auch wunderschön, finde ich. Also mit diesen kleinen Kügelchen hier dran, finde ich sehr verspielt und schön. Und auch so ein Teilchen, wo ich sage, das kann man gut auch mit was Filigranerem hier, mit dem am Anfang, mit diesem Steinchen mit dabei und dann sowas mit dazu, dass man dann zwei Armbänder oder so trägt, finde ich auch cool. Die Nummer 18, und hier sind ein paar kleinere und auch wieder so ein kleiner Oschi als Türchen. Die Nummer 18 hat, meine ich, ja, oh, da habe ich mich drauf gefreut, hat nämlich diesen, da waren wir eben jetzt wieder bei diesen Armbändchen mit diesen Steinchen. Und hier gibt es einen passenden Ring dazu. Den könnt ihr zum Glück, man sieht es glaube ich bei mir, Größen verstellen. Also ihr könnt da wirklich so ein bisschen anpassen. Der ist in der Mitte nämlich offen und könnt den euch dann so ein bisschen zudrücken oder aufmachen, je nachdem, ob ihr schmalere oder breitere Finger habt. Und der ist auch, der ist richtig hübsch und finde ich auch wieder passend zu Armband und auch diesen Ohrring, die wir hatten, ist der ja wunderschön tragbar. Ein tolles Teilchen, einmal hier in der Nummer 18. Einmal 19 mit einer wunderschönen Blume. Übrigens gehen die diese Bemalung nicht auf der anderen Seite der Schachteln auch weiter, sondern also auch auf der eigenen Schachtel geht es weiter. Nicht nur so oben drauf gedruckt, meine ich. Und auch da 19 haben wir, ich meine Ohrringe sind hier. Oh, das sind einfach so zwei kleine Ohrstecker. Ich war jetzt nur gerade ein bisschen verwundert. Die sind einfach in Gold bei mir drin. Also das ist kein Roségold. Ich weiß nicht, ob das so sein soll. Aber das ist eindeutig Gold und kein Roségold. Da muss ich auch Pure-Lever anschreiben, denn ich habe hier noch einen Kalender stehen. Da ist auch irgendwas nicht so gelaufen, wie es sollte. Und auch hier habe ich einfach mal goldene Ohrringe drin in einem Roségold-Adventskalender. Aber natürlich werde ich auch die normalen goldenen Ohrringe anziehen. Sind halt einfach so kleine, die ich mir gerne mit dazu mache. Sieht man eigentlich, wie mein Ohr hier, ne, von diesem Irrkopf einmal komplett am Ausrasten ist. 19, einmal sehr mysteriös. Sehr mysteriös. Ich muss mal einen anderen Roségold-Adventskalender schauen, ob da auch einfach goldene Ohrringe in der 19 drin sind. Nummer 20. Ich lache mich kaputt, wenn es hier jetzt einfach in Gold weitergeht. Aber natürlich wünsche ich mir doch Roségold. Und ich glaube, ja, es ist Roségold. Ja, da sind wir wieder richtig. Und auch da ist ein wunderschöner kleiner Charm dran, den man sich auch an die Ketten natürlich dran machen kann. Und auch die gröbere Kette, auch mit diesem Steinchen, wieder passend zu vorangegangenen. In der Nummer 20, also wieder die richtige Farbe. Nummer 21, bekanntlich meine liebste Zahl. Und da weiß ich nicht mehr, was drin ist. Aber ich glaube, da war was Schönes drin. Oh ja. Die fand ich nämlich auch richtig bezaubernd. Das sind nämlich so kleine Monde mit so an der Seite ein paar kleinen Steinchen als Ohrringe. Und ich finde die richtig schön, ne? Mit so Perlmutt, so einer kleinen Perlmuttplatte drauf. Ich strahle euch hier richtig an und die klimpern so schön. Ich mag das Klimpern voll gerne und die sind auch richtig
richtig hübsch und waren ja auch so ein Sneak Peek und die haben mir auch gut gefallen. 21 finde ich cool, das was drin ist, was mir auf jeden Fall sehr gut gefällt. 22 wird erbeutet und ich meine, da kommt ja noch so ein bisschen was mich mehr erfreut wie die 22. Denn nein, das möchte ich tatsächlich nicht in meinem Schmuck-Adventskalender. Viele mögen das für praktisch halten, ich verreise halt nicht. Vielleicht irgendwann, wenn ich mal verreise, bin ich sehr, sehr froh drum. Ist halt ein Kofferanhänger. Ja, in hier so Leder, steht Piolet drauf, da kann man seine Adresse alles reinschreiben und kann sich das an den Koffer pinnen mit so einer kleinen Öse, um das Ganze festzumachen. Ja, kann man definitiv gebrauchen, aber brauche ich jetzt nicht in einem Schmuck-Adventskalender. Aber ich sag mal, für den Schnitt, wo ich mich jetzt drüber gefreut habe, ist auch dieses Teilchen gerade zu verkraften als Füllmaterial. Nummer 23 muss jetzt aber auch wieder, ne, wenn wir hier so kurz vorm Endspurt sind, wieder einen raushauen. Und ich meine, das wird es auch tun. Denn da habe ich einmal wieder meine kleine Lotusblüte drin. Und da haben wir in diesem Falle ein Armbändchen. Einmal so kommt es daher. Diese kleine Lotusblüte, wie gesagt. Und auch hier könnt ihr wieder verstellen. Also ich bräuchte tatsächlich die kleinste Einstellung anscheinend. Und selbst dann ist es mir tatsächlich noch ein bisschen locker. Aber auch passend zu den Ohrringen, die wir vorher hatten. Und wir gehen ans letzte Türchen, nämlich die Nummer 24, die wieder so riesig ist. Und da klimpert doch schon wieder irgendwas mit drin rum. Und das müsste doch jetzt aber auch wirklich, genau, dieser wunderschöne Anhänger sein. Da ist er einmal. Da haben wir wieder diese schöne filigrane Kette und haben den passenden Anhänger, nämlich zu diesen Ohrringen, die mit drin waren. Auch das, wie gesagt, vorher schon so ein Sneak Peek und auch das fand ich so bezaubernd schön. Die finde ich richtig, richtig klasse. Mir gefällt dieses Design voll gut. Ich finde das so hübsch gemacht und gefällt mir richtig gut. Die Nummer 24 finde ich auch etwas, ne, also hätte auch in meinen Augen eine Kette sein müssen. Und finde das Design von der Kette auch so ein bisschen spezieller und deswegen finde ich das auch eine sehr gelungene Nummer 24 und ich muss sagen, ich mag meinen kleinen Piolet Adventskalender echt gerne. Mir gefallen die Stücke sehr gut. Wie gesagt, ich habe mich auch wirklich dazu entschieden, wie ich die Sneak Peek Produkte gesehen habe und die Sneak Peek Teile, also das, was man schon so sehen konnte, haben mich einfach so ein bisschen gecatcht und umgehauen und dachte ich, okay, selbst wenn die anderen Stücke vielleicht nicht alle so meins sind, bin ich da sehr, sehr happy drüber und ich musste feststellen, dass doch mehr Teile drin sind, die mir sehr gut gefallen, wie dass sie mir nicht gefallen. Ich bin ein bisschen, bis auf ein Teilchen, das mich immer noch verwirrt, in Roségold ausgestattet und freue mich da auf jeden Fall sehr drüber, den Kalender zu haben. Ich finde den sehr gelungen. Also mein Fazit ist, ich finde den wirklich sehr gelungen. Ich finde da schöne Schmuckstücke. Natürlich auch nicht ganz günstig und da muss man sich ein bisschen überlegen. Aber ich denke, wenn man diese Piolet-Stücke gerne mag, ist man hier echt nicht verkehrt. Denn natürlich auch einzeln gekauft sind die Teilchen ein bisschen teurer. Man kriegt individuelle Stücke, die es halt nur so im Adventskalender gibt. Und ich bin gespannt auf eure Meinungen dazu. Ich bin gespannt, ob ihr ihn euch auch bestellt habt. Und schreibt mir da gerne in welcher Farbe. Und ich bin ja neugierig, ihr wisst das. Und ich schaue jetzt mal und schreibe Piolet an, was es mit der Nummer 19 auf sich hat. Ich verabschiede mich jetzt mit meinen kleinen Schmuckstücken raus aus dem Video und hoffe natürlich, ihr hattet Spaß, den mit mir ein bisschen zu erbeuten. Und wünsche euch von Herzen einen wunderschönen Tag. Nacht, Morgen oder Mittag und hoffe natürlich, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ihr Süßen, macht's gut. Tschüssi.